Hello everyone. Hallo zusammen. Today Heute würde I'd ich euch like to gerne walk you gedanklich through durchführen durch die the Kickstarts Kickstarts and the und die schools. Schulen. Und And ich I kind möchte of im want to Prinzip share von my meinen experiences Erfahrungen at bei these diesen beiden two Veranstaltungen events. berichten. A Ein Kickstart, Kickstart, if you're falls not ihr es nicht aware, wisst, is a ist ein meeting Treffen, that das TLR TLR will hold. abhält. It'll Es be wird auf highly ihrer advertised Webseite on the stark beworben website. sein. It'll be Es wird highly in der promoted örtlichen with the local Organisation oder organization, Kirche, the church die die that Veranstaltung is hosting ausrichtet, the event. stark beworben. In In our unserem Fall case, it handelte was a es sich um group eine of Gruppe von Damen, ladies, über die we uns were told, gesagt wurde, also students, den Studenten, that dass sie were für going to be alles paying aufkommen for würden. everything. Sie They sagten uns, dass sie für das told us Essen, they were paying das for the Hotel, food, die the Unterbringung hotel, und the den housing, Veranstaltungsort, the eine venue, so the Hotellobby hotel aufkommen würden. lobby. Während During these dieser events, Veranstaltungen you bist du were highly hochmotiviert, motivated. Torben Torben gives hält several mehrere speeches, Reden und er wird he'll dich motivate you. motivieren, He'll er wird kind of dich walk you sozusagen through how to durchführen, do wie man it, das what to macht do. und was man macht. But Aber im during the Laufe course des of that ersten first Tages day, you wirst would du dann then gefragt, asked ob du if you're bereit ready bist, dich einzubringen get involved, in to kleinen Gruppen join mit the small Studenten groups oder of anderen Studenten, students or ehemaligen other Studenten, students, former die von außerhalb students der Stadt arrive from angereist out of sind, town da to dich help einzubringen, die take Leute people rauszubringen. out. Und And they sie go out gehen in in Gruppen groups, they raus, hit sie gehen in parks, Parks, in shopping Einkaufszentren, centers, vor allem in primarily Walmarts, Walmarts, wenn man ihre Videos those sieht, bemerkt videos man, dass they sie like in Walmarts parks. mögen. But you Aber go man where geht dorthin, people wo die Leute are, sind. and what Und your was dein Ziel goal ist, is, and what you're und was du asked tun to do, sollst, is ist, kind of ihnen im Prinzip witness to Zeugnis zu them, like geben, wie es everybody's sich wanted eben to do. jeder immer wünscht. Sie They wollen want sich to be daran involved beteiligen, and das zu try to tun, do was what they sie see online gesehen online. haben. Man And betet für die you pray for Menschen, gibt people, you Zeugnis und teilt witness Dinge and mit you ihnen share things with und them. möchte sie zur You want to bring möchte them back sie zur to Taufe the mitbringen. baptism. Die Taufe Baptism is ist part Teil of their ihrer theology, Theologie, in where der es sehr it's wichtig ist, highly dass man important that tauft. you Also muss es baptize. einen So Ort there's got to geben, be an a dem place man to sie bring them zurückbringen back to. kann. Normally, Normalerweise bei einem in a zweitägigen two-day, Treffen, it's, der you know, nächste the Tag, next day, da invite lädst them du back sie the für den next day. nächsten I Tag don't know wieder how ein. a Ich weiß one-day nicht, event wie eine eintägige is held. Veranstaltung abläuft, In aber in ours, it's unserem a Fall war two-day es eine event here. zweitägige You invite these Veranstaltung und man people lädt back Leute to wieder walk ein, through denen and man share. Zeugnis gegeben und mit You're given denen a man sich handful of ausgetauscht hat. cards Man to bekommt eine Handvoll hand out Karten für for den the Film, movie, die the letzte last Reformation, die reformation. man verteilen kann und, And, weißt you du, know, just man lädt sie invite them einfach wieder back if ein, they'd like to be part to wenn be sie am nächsten Tag baptized the getauft next werden day. möchten. The Am next nächsten Tag, day, während during des the donation Spendenabteils portion der of the event, Veranstaltung, wird Torben Torben will dann then give jedem everybody a eine Rede speech darüber halten, about wie how you man should sich be engagieren sollte, involved, how wie you man should alles quit aufgeben everything, sollte, how wie er he has erfolgreich become geworden ist und successful and God has Gott alles für provided ihn everything beschafft for hat. him. Er He gives erzählt different verschiedene stories, Geschichten, but aber he er motiviert motivates dich you zu to geben. give. Einer One of der the Wege, wie ways er he das does tut, this ist, is dass er he dir sagen will wird, wenn du tell you nicht that auf if die you Straße cannot gehen go out on the kannst, wenn street, du if deinen you Job can't nicht quit your aufgeben kannst, job, dann then you kannst du can support diejenigen those who unterstützen, die es will. werden. Support Unterstützt us, uns, give gibt us uns the das Geld, money, dann we werden will wir für euch go out rausgehen. for you. Und And, wisst you ihr, know, die of meisten course, most Leute tun people das do, natürlich, because weil sie they know wissen, they dass sie can't nicht quit morgen tomorrow. kündigen They'd like können. to Sie make würden a es big quit, gerne, maybe vielleicht they're haben just sie es big vor in going der into the Zukunft zu future, tun, but aber at zu that diesem konkreten particular time, Zeitpunkt they're sind sie highly hoch motivated motiviert to zu give geben and und das support that unterstützen, they've woran been sie part beteiligt of. waren. Während During dieser that Rede wird speech, er den you'll Leuten auch also sagen, sie, dass tell sie Bücher people, und die you know, they have Evangeliumskarten da hinten books haben, and die gospel DVDs. cards in the back, DVDs. Wenn If sie they eine would haben like möchten, one, wisst ihr, you geht know, nach go hinten back und and holt get sie one, euch. but Aber if you wenn ihr don't das have the Geld nicht money, habt, you fühlt know, euch feel frei, free nach to go hinten zu back and gehen take und them bedient yourself, euch. take Nehmt everything, alles, take nehmt euch, whatever was you ihr want. wollt. Wir vertrauen darauf, dass ihr das Geld schickt. Ihr könnt es jederzeit später nachschicken. Die Tische bei den Veranstaltungen, bei denen ich war, waren leergefegt. Alles war weg. Dafür gibt es einen Grund, ich werde das erklären. Aber er weiß, dass die Christen Gott nicht betrügen werden. Sie werden später bezahlen. Uns alle sind begeistert, einen Teil zu bekommen. Sie wussten nicht, dass sie das Angebot bekommen würden. Aber sie sind begeistert, es anzunehmen. Sie wissen, dass sie später bezahlen können. Während der Rede, der Spendenrede, empfiehlt er auch, dass sie, wenn sie kein Geld haben, sich frei fühlen können, eventuell die Anmeldegebühr zu spenden. Ich meine, die meisten Leute haben es ja schon ausgegeben, aber ihr wisst schon, niemand will zurückgehen und sein Geld zurückverlangen. Sie verstehen einfach, dass es für einen guten Zweck ist. Es ist Geld, das bereits auf ihrem Bankkonto verschwunden ist. Es interessiert sie nicht wirklich. Es ist bereits ausgegebenes Geld. Deshalb verlangen die meisten Menschen ihre Registrierung nicht zurück. Dafür gibt es einen Grund. Die erste Alarmglocke, die bei mir anging, war A. Man hatte uns in der Schule beigebracht, dass Torben das kirchliche System nicht mochte, die Art und Weise, wie sie aufgebaut ist, dass alles auf Spenden aufgebaut ist, der Klingelbeutel, den der Pastor braucht, um die Kosten und Ausgaben zu decken. Aber wir waren, es wurde betont, dass das einer der Gründe ist, warum er tut, was er tut, wegen der Kirchenstruktur und diesem Spendending, dem Teil mit den Zehnten und all dem.
Aber eine Sache, die mir befremdlich erschien, war, dass er in seiner Rede den Leuten erklärte, kommt schon, es ist doch, ihr wisst schon, gebt, diese Veranstaltungen kosten eine Menge Geld, dieser Veranstaltungsort war nicht billig, wir sind von außerhalb angereist und das Mindeste, was sie tun könnten, wäre irgendwie bei der Deckung der Kosten zu helfen. Ich wusste, dass das unwahr ist, denn uns wurde gesagt, dass alle Kosten übernommen wurden. Alle unsere Ausgaben im Zimmer wurden von den Damen bezahlt, aber Tubben vermittelte den Leuten irgendwie das Gefühl, dass er im Prinzip selbst bezahlt hätte. Und ihr wisst schon, die Leute zahlen das Geld, sie wollen nicht so handeln, dass sie quasi die Mithilfe verweigern, wisst ihr, sozusagen. Entschuldigt mich. Aber es kam mir seltsam vor, weil ich wusste, dass es bezahlt war und er sitzt da oben und erzählt allen, wisst ihr, dass der Veranstaltungsort so teuer war. Ich glaube nicht, dass das Geld an die Damen gegeben wurde. Es wurde an TLR gegeben. Wisst ihr, die Schüler und ich war es nicht, aber ein paar Mädchen aus unserer Klasse dachten, es wäre eine nette Geste, wenn wir eine Spende unter uns aufnehmen würden und die Damen mit Blumen beschenken würden. Und das taten wir. Und im Laufe der Darbietung hat Torben sie auf die Bühne geholt und ein paar der Mädchen, die daran beteiligt waren, haben jenen die Blumen überreicht und sich dafür bedankt, dass jene ihn eingeladen hatten. Torben schloss sich gewissermaßen selbst in die Tatsache ein, dass wir uns zusammengetan hatten und uns bedanken und die Blumen überreichen wollten. Er hat sich quasi selbst mit einbezogen, während ich weiß, dass es nur die Schüler waren, die sie gekauft hatten. Es waren wunderschöne Blumen. Und wisst ihr, so endete es dann auch irgendwie, aber es kam mir seltsam vor, dass er Geld für den Veranstaltungsort verlangte, obwohl ich wusste, dass dafür gesorgt war. Die Art und Weise, wie die Schulen aufgebaut sind, ist dem sehr ähnlich. Die Weise, in der wir an den Schulen ermutigt wurden, war es, dass wir in unserer Freizeit in der Gegend rund um die Arche, in der wir waren, in die Walmarts und Einkaufszentren zu gehen und Karten verteilen. Wir haben viele Karten verteilt, damit der Film die letzte Formation gesehen wird. Wir erzählen sozusagen, an was wir beteiligt sind. Wir teilen Dinge mit ihnen. Aber während der Schulzeit gibt es einen Tag der offenen Schule, wie sie es nennen. Das ist eine Veranstaltung. Es ist eine Zeit, in der wir die Menschen in der Gesellschaft wieder in die Schule einladen und sie taufen können. Eigentlich einfach ein Ort, an dem Torben reden kann und sie es mit eigenen Augen erleben und sehen können. Und genau das taten wir. Wir haben viele Karten verteilt und die Leute wieder eingeladen. Uns wurde gesagt, wir sollen den Leuten sagen, dass es kostenlose Pizza gibt. Kommt wenigstens auf eine kostenlose Mahlzeit vorbei, genießt es, lernt uns kennen. Und das schien damals ganz unschuldig zu sein. Und wir taten das. Ich habe das selbst getan. Ich meine, ich möchte euch zum Beispiel erzählen, in meinem Fall sprach ich mit einem jungen Mädchen und ihrer Familie, ihrem Vater. Und sie äußerten Bedenken, weil sie kein Geld hatten. Und ich versicherte ihnen, dass sie keinen Heller mitzubringen brauchten. Ich wollte von ihnen lediglich, dass sie wiederkommen, die Gemeinschaft genießen, weißt du, die Botschaft hören und sich dann vielleicht in diesem Moment taufen lassen. Aber sie betonten, dass sie keinerlei Geld hätten. Und ich sagte ihnen, kommt doch wenigstens zu einem netten Pizza-Abendessen. Ihr wisst schon, genießt es, mit den Kindern abzuhängen. Ich habe sie wirklich ermutigt zu kommen. Wenn für nichts anderes, dann für eine kostenlose Mahlzeit. Als ich während des Treffens dort saß, hatte Torben wieder einen Spendenaufruf. Und die Weise, wie er es erklärte, war, hey, wisst ihr, gebt, was ihr könnt, ihr wisst schon, helft dabei, das zu unterstützen, wenn ihr nicht rausgehen könnt. Aber die Pizza kostet Geld, wisst ihr, ihr könnt $10 für eine Pizza bezahlen, wenn ihr wollt. Ich meine, um die Kosten zu decken, wir haben euch gefüttert. Und ich war überrumpelt. Entschuldigt mich. Denn ich sah den verstörten Blick der jungen Dame und ihres Vaters, welche ohne jegliches Geld gekommen waren. Ich musste mich sofort zu ihnen hinüberlehnen und ihnen sagen, macht euch keine Sorgen um das Geld, das ist nicht für euch, macht euch keine Gedanken, deswegen wisst ihr, ihr müsst überhaupt nichts zahlen. Denn er versuchte in seiner Tasche zu wühlen, er wusste, dass er kein Geld hatte. Verzeihung. An diesem Punkt war ich sehr aufgebracht über Torben. Denn uns wurde gesagt, dass sie keinerlei Geld für die Spende mitbringen müssten. Wir wussten überhaupt nichts von einer Spende. Und wieder war ich irgendwie außer mir, da in der Kenntnis über das erste Mal, als er darum gebeten hatte. Er
spielt diesen Teil runter, denn das mit den Spenden ist Teil der Sache mit den Kirchen. Das war also das zweite Mal, dass ich sehr verärgert war darüber, dass dies ein Teil dessen war, woran ich beteiligt war. Und es ist dieselbe Sache, es ist dasselbe, was ich schon immer gesehen habe. Und mir wurde klar, wisst ihr, dass ein Teil der Motivation sich um die Spenden dreht. Kurz gesagt, die Gruppen, die die Kickstarts gemacht haben, gehen raus und bringen Leute zurück. Sie bringen Leute zurück, die spenden können. In den Schulen. Die Schulen sind so eingerichtet, dass die Leute in den Schulen die Leute herbringen zu einem Spendenspielchen. Alles ist auf Spenden ausgerichtet. Du siehst den Film, du denkst, das ist die Apostelgeschichte. Es sollte keinerlei Geld bedürfen. Die Organisation macht viel Geld. Sehr viel Geld. Das Geld, das sollte ich anfügen, wird übrigens nicht mit den Schülern geteilt. Bei unserem konkreten Kickstart wurden wir, ich glaube, es war in der ersten Woche, in der wir dort waren, gefragt, ob jemand ein Auto hat. Viele Leute hoben die Hand. Sie wollten wissen, ob man eine Gruppe von Studenten mitnehmen könnte. Und das ist verständlich. Aber was uns nicht gesagt wurde, war, dass sie nicht einmal das Benzingeld zur Verfügung stellen würden. Als ich die Leute, mit denen wir fuhren, fragte, ob sie Benzingeld geben würden, sagten sie nein. Also haben wir eine Spende unter uns gesammelt, um das Benzin zu zahlen. Die vier Männer, die in meinem Auto saßen. Ich hielt es nicht für richtig, sie aus eigener Tasche bezahlen zu lassen. Einer bot sein Auto an. Und er war von außerhalb des Landes hierher gefahren. Er war aus Kanada hierher gefahren. Als er in der Schule ankam, arbeitete er gerade an seinem Auto und ich fragte ihn, was das Problem sei. Er hatte auf dem Weg zur Schule eine Panne und versuchte da draußen es zu flicken und zu reparieren. Er hatte nicht viele Mittel, aber er hatte genug, um es zu reparieren. Und er stellte sein Auto zur Verfügung. Eines der Dinge, die mich beunruhigten, war, dass ich schon einmal in Myrtle Beach war. Es ist eine dreistündige Fahrt und ich würde nicht mein eigenes Gefährt nehmen wollen auf einen Trip, wenn bis hier erst Probleme kriegen könnte. Aber er schien zu glauben, dass es in Ordnung war und er schaffte es auch hin und zurück. Aber es befremdete mich irgendwie, dass diese Organisation genug Geld haben sollte, um zumindest das Benzin zu bezahlen. Sie bieten es nie an, sie kommen nicht her und sagen, braucht jemand Benzingeld? Während des Kickstarts, wenn er uns mit der Gruppe losschickt, macht er eine große Ankündigung. Wenn ihr einen Schüler dabei habt, hey, könnt ihr ihm ein Mittagessen geben? Vielleicht kauft ihr ihnen heute ein Mittagessen. Das war etwas, was ich als sehr unangenehm empfand, jemanden das zu fragen oder ein kostenloses Mittagessen zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz fängt man an zu sehen, dass wir darauf abgerichtet waren, Spenden zurückzubringen. Und die Organisation wird so einfache Dinge nicht bereitstellen, wie zum Beispiel Benzin. Du bist sozusagen, Torben sollte ich sagen, handelt, als ob es kein Geld gäbe. Handelt, als ob man dort wäre, um Zeugnis zu geben und das Evangelium zu predigen. Geld ist kein Thema, aber weißt du, wenn du, wie soll ich das sagen? Er tut so, als hätte er nicht viel Geld, als würde die Organisation gerade so über die Runden kommen. Er kleidet sich einfach für die Kamera, er ist bescheiden gekleidet. Und ich möchte mit euch meine erste Geschichte teilen, in der ich merkte, dass es viel Geld gab. Ich wohnte ganz in der Nähe der Schule und ließ meine Frau ein Mountainbike bringen, eines meiner Fahrräder dahin, denn wir mussten über den ganzen Campus laufen. Es war ein langer Weg von dem Ort, an dem wir uns trafen, wo wir unterrichteten und wo wir aßen, zurück zu den Zimmern im Hotel. Und es ist, man hatte nicht viel Zeit, also habe ich sie gebeten, mir ein Fahrrad zu bringen, damit ich schneller hin und her kommen konnte. Torben kam eines Tages zu mir und sah mein Fahrrad und es gefiel ihm. Und er fragte, ob er sich draufsetzen dürfte. Er sah es sich an, setzte sich drauf und fuhr im Kreis herum. Dann sagte er, hey, ich würde gerne ein Fahrrad bekommen. Würdest du mir eins kaufen? Ich hätte gerne so eins wie das hier. Ich sagte, naja, die sind ziemlich teuer. Und er sagte, das ist kein Problem. Er sagte, die Spende sei ihm gegeben worden, um ein Fahrrad zu kaufen. Und er habe nach einem Fahrrad gesucht. Und ich sagte, die können Tausende kosten. Und er ging hin, holte seinen Laptop und seine Kreditkarte und sagte mir, ich sollte ihm ein Fahrrad suchen. Sofort sagte ein anderer Student dort, dass er sich gut mit Fightern auskenne. Und ich wollte mich nicht wirklich damit herumschlagen, um ehrlich zu sein. Ich hatte andere Dinge zu tun.
Wir wurden dort sehr, sehr beschäftigt gehalten und ich hatte eine Menge zu tun, wollte nicht wirklich damit kämpfen, um ehrlich zu sein. Aber als wir anfingen, uns die Fahrräder anzuschauen, ich meine, schauten wir auf Preisschilder von 4.000 über 5.000 bis 6.000 Dollar. Ich bin mir nicht sicher, was das endgültige Fahrt war, aber er bekam ein schönes. Er sagte uns, dass das Geld keine Rolle spielte, weil er eine Spende erhalten hatte. Und meine erste Sorge war, nun, wie viel hat er denn bekommen? Ich weiß nicht, wie hoch sein Budget ist, weißt du. Ich weiß es nicht, ich wusste es nicht. Aber das zweite Mal, als ich die Kohle sah, Torben, es war der Beginn des Corona-Ausbruchs. Und wir hatten in den Nachrichten gehört, dass es einen Ansturm auf Toilettenpapier geben könnte. Wir hatten keine Ahnung, was in der Außenwelt vor sich ging. Und Torben schnappte mich und meinen namens Chris, der damals so etwas wie sein Spitzmann war. Und er wollte von uns, dass wir so schnell wie möglich zu den Geschäften rannten und alles besorgten, was wir konnten. Torben nahm mich mit in sein Büro, öffnete einen Safe und zog einen Umschlag heraus, der randvoll mit Geld war. Ich kenne Nennwerte, ich kenne die Stückelung von Hunderten und weiß, wie dick mehrere Tausend sind. Es mussten 5.000 bis 6.000 Dollar in diesem konkreten Umschlag sein. Und er begann zu zählen und sagte, was glaubst du, wie viel du brauchst? Und ich sagte ihm, vielleicht ein paar Tausend. Also gab er mir ein paar Tausend. Aber was mich befremdete, war, dass der Safe voll von diesen Umschlägen war. Voll mit Bargeld. Was mir seltsam vorkam, war, dass hier jede Menge Bargeld war, um zumindest das Benzin für die Studenten zu bezahlen, die die Fahrt darunter machten. Das zweite Mal, als ich ihn sah, wie er eine große Anschaffung machte, oder eben nicht das machte, ich sollte nicht sagen, ein großer Einkauf, aber das zweite Mal, als es mir wirklich seltsam vorkam, vor dem Hintergrund, dass ich denke, eine Organisation hat nicht viel Geld, ich dachte, das Geld könnte von Studenten stammen, es könnte von allen möglichen sein, es wäre wirklich nicht mein Ding, es kam mir in dem Moment gar nicht in den Sinn, ich dachte, dass sie ja schon etwas Geld haben müssten, also kam mir das gar nicht in den Sinn. Aber als ich dort war, hatte ich ein Quad zur Verfügung. Dann begann ich damit, überall hinzufahren und ich konnte den Berg hinauf und hinunterfahren. Und ich nahm Torben mit auf eine Fahrt. Er wollte mitfahren, er war noch nie auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich nahm ihn mit auf eine Fahrt. Er liebte es. Er genoss es. Sobald er abgestiegen war, als wir zur Arche zurückkamen, sagte er, hey, ich möchte, dass du einen für mich findest. Und ich empfahl ihm einen Side-by-Side-Buggy, welcher ein vierrädriger Geländewagen ist. Und ich sagte, der wäre besser für dich. Ich habe Quads und Side-by-Sides und ich dachte, dass bei ihm und seiner Familie es besser wäre, wenn er einen Side-by-Side hätte. Also sagte er, ja, mach das. Er bat mich und meine Frau online nach einem gebrauchten Fahrzeug zu suchen, auf der Gebrauchtbörse oder auf Craigslist. Ich sagte ihm, dass dies eine bessere Option sei, als einen brandneuen zu kaufen. Und wieder stimmte er zu und sagte, mach nur weiter und such mir einen, schaut nach und lass mich wissen, was ihr findet. Meine Frau und ich haben drei gefunden. Sie lagen im Bereich von 6.000 Dollar. Es gab einen für 8.000 Dollar und dann war da noch ein wirklich schöner mit LED-Beleuchtung, wirklich schön ausgestattet, John Deere, und der kostete 12.500, also etwa 12.000 Dollar. Der 6.000er und der 8.000er waren auch sehr schön. Und ich dachte, noch einmal, ich dachte, dass er, du weißt, schon ein begrenztes Budget hat und du weißt, dass Geld ein Thema ist. Dies ist eine große Anschaffung. Aber als ich ihm die drei Möglichkeiten nannte, wollte er sofort den schönsten. Und er fragte mich, wie viel Geld ich nehmen sollte. Kann ich es bei dem Typen herunterhandeln? Ich meinte, es sei besser, mehr als genug mitzunehmen und dann vor Ort bei ihm herunterzuhandeln, wenn du da bist. Aber ich bräuchte mindestens 13.000 bis 14.000 Dollar am Mann zu diesem Zeitpunkt. Er sagte, kein Problem. Er sagte, wir besorgen einen Truck, wir nehmen einen Anhänger, du kannst meinen benutzen und ich möchte, dass du ihn holst. Ich sagte ihm, dass es etwa eine Stunde entfernt sei und es keine kurze Fahrt sei. Er sagte, egal, kümmere dich einfach drum. Ich treffe dich morgen und besorge das Geld. Das ist nie passiert. Ich weiß nicht, warum er seine Meinung geändert hatte. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wussten sie bereits, ich denke, er wusste bereits, dass er die Arche verlassen würde. Es war kein Thema, aber aus irgendeinem Grund sagte er mir, es habe sich erledigt. Aber was mir seltsam vorkam, war, dass er sich zuerst auf den größten stürzte und die anderen beiden genauso nett waren. Sie hätten ausgereicht. Ich sage das alles, um zu sagen, dass Torben Bargeld für sich selbst hat. Aber wenn es um die anderen geht und um die Bedürfnisse der anderen, der Schüler, des Personals, viele Male war es, ich habe oft das Personal gehört, sodass ich sicher bin, dass sie ein bisschen Geld bekommen, also die Lehrer und diejenigen, die mit ihnen verbunden sind. Aber ich habe gehört, dass sie Sorgen hatten wegen Geld. Die Leute dort haben immer noch Autoversicherungen, sie haben immer noch Telefonrechnungen und
Sie verdienen keinerlei Geld, weil sie für ihn arbeiten. Ich habe mich immer gefragt, warum nicht genug da ist, um für sie zu sorgen. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, was die Schule betrifft. Darüber werde ich noch ein Video machen, das hier sozusagen nur zum Herunterbrechen. Wie er Geld generiert, ist durch die Spenden. Er wirbt dafür auf seinen Websites. Die Spenden sind die Haupteinnahmequelle. Als Student zahlt man $800 für die Pionierschule. Und man zahlt, ich glaube, damals waren es $1,600 für die Luke 10, das ist eine längere Schule. Ich habe all das gesagt, um Folgendes zu sagen. Ich möchte euch an etwas erinnern. Ein guter Trickbetrüger will nicht erwischt werden und ist erfolgreich. Er betrügt die Leute um ihr Geld, ohne dass sie jemals wissen, dass sie Teil des Betrugs waren. Sie haben es nie gewusst, sie haben es nie kommen gesehen. Die Art und Weise, wie Torben es macht, ist, dass er so tut, als hätte er kein Geld. Er spielt, als wären sie gerade so über die Runden gekommen. Aber gleichzeitig ist er in der Lage, zu tun, was auch immer er will. Er hat allen erdenklichen Luxus. Torben selbst geht nicht mit den Schülern raus. Torben geht nicht mit den Kickstart-Leuten raus. Auf den Videos sieht man, dass er in den Videos ist, mit den Leuten herumläuft, Videos aufnimmt, ein Teil davon ist. Torben tut das nie. Torben lässt die Studenten und die Leute, die zu den Kickstarts kommen, gehen und die Leute hereinbringen. Er ist ein Schauspieler. Aber er krempelt nicht gern die Ärmel hoch und macht die Arbeit. Er hat schon seine Zeit investiert, er hat seine Videos gemacht. Jetzt ist es an der Zeit für die Studenten, dass sie hinausgehen und die Spenden hereinbringen. Zu meiner Schule. Ich möchte es so sagen. Die Leute fragen mich, warum das? Was meine ganze Einstellung zu TLR geändert hat. Warum? Warum mache ich diese Videos? In der Schule, weißt du, war Torben nett zu mir. Während Corona, falls ihr das nicht wisst, das war ganz am Anfang. Es fing gerade erst an. Es kam gerade erst heraus, als wir dort waren. Er hatte ein Wohnmobil gekauft. Nun, er hatte ein Wohnmobil. Und er bat die Studenten, die Erfahrung im Malern hatten, ihm zu helfen. Und natürlich meldete ich mich freiwillig, ich weiß, wie man malt. Als ich hereinkam und sah, was er streichen wollte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was er streichen wollte, es war ein ziemlich neues Wohnmobil. Die Holzoptik gefiel ihm nicht. Er mochte es nicht, wie die Maserung aussah. Es war kein älteres Wohnmobil, es war eine schönere, neuere Maserung, es war wunderschön. Und ich konnte nicht, ich habe sogar versucht, ihm das auszureden. Ich sah keine Notwendigkeit darin, aber er wollte alles weiß haben. Er mag weiß. Sein Haus ist weiß, sein Büro ist weiß. Er liebt die Farbe weiß und er wollte die gesamte Sache weiß haben. Um das zu erreichen, muss man über laminiertes Holz streichen. Und du musst alles grundieren und wenn möglich, musst du 2 Schichten Öl oder Latex drüber auftragen. Das ist ein beschwerliches Abenteuer in einem Wohnmobil. Es ist nicht so einfach wie das Streichen eines Hauses. Dinge müssen abgeklebt und geschützt werden. Es ist sehr mühselig. Im Verlauf dessen wurde mir klar, dass die anderen Schüler, die nicht wussten, was sie da taten, tatsächlich noch mehr Unheil anrichteten und verursachten. Und ich fragte ihn, ob ich die Sache nicht einfach beaufsichtigen und mich darum kümmern könnte, dass es richtig gemacht wird. Und natürlich wollte ich meine Zeit zur Verfügung stellen und auf jede erdenkliche Weise das Anliegen unterstützen. Also tat ich das und fing damit an. Nun, die Pionierschule war fast zu Ende und die Luke 10 sollte beginnen, aber ich war noch nicht fertig mit der Arbeit. Also war er nett genug, meine Familie und meine Kinder einzuladen. Er brachte sie in anderen Räumen unter, gab uns ein größeres Zimmer und erlaubte mir zu bleiben. Während der gesamten Schulzeit hatte ich also nie ein Problem mit ihm, da ich für ihn arbeitete. Er war nett zu mir. Was ich jedoch langsam herausfand, war, dass viel mehr Geld im Spiel war und er es herausschmiss. Es gab einfache Bedürfnisse, die hätten befriedigt werden können. Sie hätten meiner Meinung nach befriedigt werden können und sie hätten Vorrang vor der Lackierung seines Busses haben können. Nochmals, ich sah keine Notwendigkeit, ihn zu streichen. Er war schön, so wie er war. Aber er war nett zu mir. Ich möchte irgendwie teilen,
Es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich bin ein Neuling da drin. Ich bin nicht hier, um meinen Videokanal zu promoten. Ich bin nicht hier, um ein YouTuber zu sein. Tatsächlich ist es ziemlich auslaugend. Und es ist nervenaufreibend, gelinde gesagt. Ich kam hervor, weil ich denke, dass die Leute einige Fakten und Details wissen müssen. Aber ich möchte eine Geschichte erzählen, die meine Sichtweise verändert hat. Die meine Denkweise über TDR verändert hat. Ich war entmutigt durch die Tatsache, dass alles, was ich dachte, als ich der Organisation beitrat, nicht den Maßstäben entsprach. Es war nicht genauso, wie ich es gesehen hatte. Ich werde noch genauer eingehen auf die Schule und die kleinen Zeichen und die Dinge überall. Aber ich möchte die Verfolgungsjagd abkürzen und euch etwas sagen, das ich für sehr wichtig halte. Am Ende der Schule, als es um den Abschluss ging, wurde mir etwas aufs Herz gelegt, das ich tun sollte. Und ich musste die Schule verlassen, um es zu tun. Ich musste nach New York gehen und wollte nach Washington D.C. gehen. Ich werde mich kurz fassen, vielleicht erzähle ich das Zeugnis später. Aber um es kurz zu machen, Torben wollte zunächst nicht, dass ich gehe. Er mochte die Idee, als ich sie ihm gegenüber das allererste Mal erwähnte. Aber wie gesagt, ich muss mich kurz fassen. Ich werde also gleich zur Sache kommen. Eine lange Geschichte später bin ich auf die Reise gegangen. Wir filmten sie auch. Aber wir haben bestimmte Dinge nicht gefilmt. Im Verlauf dieser Reise bezeugten wir einen Mann. Wir benutzten keine Gospelkarten. Zu dieser Zeit hatte ich bereits eine Kerngruppe von Leuten, die vom Geist gefüllt waren. Und es gab viele Dinge, mit denen wir uns unwohl fühlten. Wir mochten den Umstand nicht, dass jeder eine Taufe und die Errettung auf Video aufnehmen wollte. Das ist etwas, was jeder auf Video aufnehmen möchte, um zu Torben zu gehen und ihm zu zeigen, dass er etwas erreicht hat. Bisher, als Student ist es ja das, was man tun will, nämlich zeigen, dass man lernt. Aber jeder will Videoaufnahmen machen. Wir hatten den Entschluss gefasst, dass im Falle einer Taufe oder einer Rettung ich nicht. Und ich betone, dass ich das nicht wollte, dass wir es filmen. Nun, im Laufe dieser Reise habe ich jeden Tag gefilmt. Torben hatte zugesehen. Und als wir zurückkamen, wollte er mich in sein Büro mitnehmen. Und so am nächsten Morgen nach unserer Rückkehr nahm er mich in ein Büro mit. Er nahm mich mit Chris mit, lud meine Frau ein und einen anderen Mann, der mich begleitete, und seine Frau. Und er wollte, dass wir zu dem Treffen kommen. Und ich dachte, wir würden die Möglichkeit haben zu teilen. Ich hatte eine Überraschung für ihn. Wir hatten tatsächlich jemanden im Appomattox River getauft. Das ist eine wunderschöne Geschichte, das sage ich euch. Es hat mein Leben für immer verändert in Anbetracht dessen, wie schön es war. Und ich schwebte auf Wolke 7 an diesem darauffolgenden Morgen. Das war der Tag nach der Taufe. Wie gesagt, ich werde später darüber sprechen, aber ich möchte zum Punkt kommen. Torben wollte mich da drin haben, damit er mich rügen könnte. Er wollte mich dafür schelten, dass ich keine Aufrufe auf meinem Kanal hatte. Er dachte, ich würde mehr Aufrufe generieren. Er rüffelte mich, ich meine damit rigoros, für circa 10 Minuten vor den Augen meiner Frau, vor den anderen Zweien. Und ich saß da und hörte zu, weil ich einen Ass im Ärmel hatte. Ich wollte ihnen sagen, hey, wir haben eine Frucht. Ich habe Frucht in dieser Reise gehabt. Aber im Laufe der Zeit, als er alles bespie und ich sah, dass er immer mehr und mehr erbost wurde, brachte ich ihn zum Schweigen. Ich sagte, warte einen Moment. Ich sagte, die Reise war kein Fehlschlag. Wir haben eine Frucht gehabt. Wir haben den Mann gestern Abend getauft. Das war das schönste Erlebnis in meinem Leben. Und wenn die ganze Reise deswegen ein Misserfolg war, wenn es nur deswegen war, dann war sie alles wert. Entschuldigt mich. Es tut mir leid, ich entschuldige mich. Aber mein Punkt war, wenn die ganze Reise nur für diesen einen Mann war, dann war sie es wert. Torben war schockiert. Er war wie betäubt. Er hielt inne und dachte nach. Es brachte ihn zum Schweigen. Er wusste es nicht. Er fragte, warum ich das nicht auf Video aufgenommen hatte. Dann schaute er mir direkt in die Augen. Da war Wut in seiner Stimme.
Er sagte mir, auf Frucht kam es nicht an, auf Aufrufe kam es an. Und damit waren wir betäubt. Und als er den fassungslosen Blick auf all unseren Gesichtern sah, dass das gerade aus seinem Mund gekommen war, denn aus dem Herzen spricht der Mund, stürmte er aus dem Raum. Er sagte Chris, er solle sich um mich kümmern und stürmte heraus. Ich muss damit enden. Ich überziehe schon. Aber in diesem Moment wurde mir klar, dass Torben Sinnegar sich mehr um Aufrufe kümmerte, als um eine einzelne Frucht. Ich möchte noch eine letzte Sache sagen. Ich habe euch gesagt, dass die gesamte Organisation sich um Spenden dreht. Den Männern, die involviert sind in die Spenden und den Umgang mit dem Geld, nämlich Garrett, John und Craig hier in Amerika. Und es gibt noch ein paar in Übersee. Das wäre dann Robert, Damm. Empfehle ich dringend, dass ihr euch beraten lasst und sofort zu Homeland Security lauft und ihnen sagt, was ihr wisst. Denn wenn ihr auch nur eine Minute denkt, dass er nicht gerade da drinnen sitzt und alles tut, um auch nur einen Tag seiner Strafe abzumildern, dann kennt ihr Torben Sinnegard nicht so, wie ich es tue. Und wenn ihr denkt, dass er nicht redet, dann irrt ihr euch gewaltig. Ich hinterlasse unten einen Link mit einer Nummer, die ihr kontaktieren könnt. Ich würde mir einen Anwalt nehmen und mich sofort mit ihnen in Verbindung setzen. Meiner Erfahrung nach ist derjenige, der zuerst kommt, in der Regel derjenige, der den besten Deal bekommt. Und wenn ihr unschuldig seid in dieser Situation, könnte es für euch milder werden. Wie ich schon sagte, gibt es keinen zweiten Platz für denjenigen, der redet. Derjenige, der zuerst redet, bekommt den besten Deal. Damit möchte ich schließen und ich werde bald mehr teilen. Vielen Dank.